Und damit herzlich willkommen hier wieder zurück zu Resident Evil Code Veronica X in dem Schloss, in dem Herrenhaus von dem Herrn Alfred. Dem wir das hier alles zu verdanken haben. Wir haben uns das letzte Mal in diesen Raum hier verflüchtigt. Hier war irgend so ein komischer Gegner und ansonsten haben wir leider hier nichts gefunden. Deswegen würde ich mal sagen, wir gehen einfach mal wieder raus und stellen uns den Kreaturen der Hölle namens drei Fledermäusen. Ja, wunderschön. Die Puppen hätte ich mir auch. Genau so hätte ich mir die auch geholt. Ich habe schon oft überlegt. Und auch so schön hingehangen. Vielleicht muss ich hier das ganze Licht anmachen. Ach, diese blöden Fledermäuse, ey. Oh, ist das widerlich. Also da, diese gehirnten Dinger, die könnte ich mir noch vorstellen. Was ist denn das hier in der Mitte? Eine Riesenpuppe. Sind das hier... Okay, da ist die Tür. Es gibt gar nicht so viele Türen in dem Haus. Zumindest jetzt hier in der Eingangshalle. Keep focused, brother. Our enemy is only a little girl. Oh, why is this taking so long? My apologies, Alexia, but I have been doing my best. The revival of the Ashford family depends on your success, brother. I am aware of that, Alexia. I will revive the family name myself and make you the master of the glorious Ashford family. Do not worry, brother. I will handle them both myself. Who is there? Is someone in the corridor? Alexia ist ja... What is it, Alexia? Nothing. Die Schwester von dem Typen, ne? Von Alfred, oder? Let us go, brother. Ja, lass uns, Bruder, ne? Okay. Frage hat sich erübrigt. Oh, Gruselpuppe. Eine große, gruselige Puppe. Handgemacht. Ah, ich muss wirklich sagen, die Grafik ist schon ziemlich matschig manchmal oder so komisch grisselig, dass ich das Kraut hier beinahe nicht gesehen hätte. Ist halt irgendwie hochskaliert, ne? Von der damaligen Auflösung. Was hat die PS2 damals geschafft? 640x480? Und jetzt hier auf Full HD. Ist zwar geil gemacht, aber in gewissen Bereichen ist so eine Hochskalierung. Sieht dann nicht immer so schön aus, wenn die Texturen nicht so angepasst wurden. Alter, die hat doch irgendwie einen Fetisch. Hey, da ist eine Leiter. Ein Loch in der Decke. Ist zugemauert. Okay. Prächtige Einrichtung, allerdings nichts Nützliches. Relief einer Göttin. Das sieht so aus, als... Kennt ihr das, wenn man sich so reinstellt und dreht sich die Wand, wie bei Indiana Jones? So sieht es aus. Spieluhr spielt eine wunderschöne Melodie. Das ist Ansichtssache, aber okay. Ein Text steht auf der Deckelrückseite. Die Rückkehr der Roten Königin... Und des Blauen Königs öffnet den Weg. Okay, hier ist irgendein... Spiel ist fest verschlossen. Musikscheibe nicht mehr herausnehmen. Eigenartig. Ja, okay, Rote Königin. Sind das vielleicht einfach die Spinnensymbole, die hier sind, dass ich die finden muss? Der Silberschlüssel. Alter! Zum Glück wollte ich da gerade kein Nickerchen machen, ansonsten wäre ich Matsch. Meine Güte! Also ich meine, wer baut sich denn so ein Zimmer? Das ist doch gefährlich. Überleg mal, der Mechanismus geht auf einmal nicht mehr. Oh, diese Puppe. Ja, der Silberschlüssel, den kann ich im Herrenhaus wieder benutzen. Ahaha, da ist Munition. Hab's gesehen. Ich nenne es jetzt Herrenhaus. Ich weiß es nicht, ob man es auch hier wirklich so nennt in der Lore von Resident Evil Code Veronica, aber es sieht so aus wie ein Herrenhaus, wo wir auch die goldenen Pistolen eingesetzt haben. Große Pudel und handgemacht, bla bla bla. Das Bild, ein gewöhnliches Bild mit gruseligem Motiv oder was? Na gut, altertümliche Bilder sind ja manchmal ein bisschen gruseliger unterwegs, ne? Ja, hier braucht man die blaue Spinne. Ich vermute einfach mal, dass das hier sein Zimmer war und das drüben war ihrs.
Kleider aufhängen. Hier könnte ich Kleider aufhängen. Schöne Möbel. Alter. Er hat den Arsch von der Frau gekriegt. Popo-Kind. Eine Grußkarte. Mein lieber Bruder, ich glaube fest daran, dass der Ruhm der Familie Ashford durch deinen Mut und deine Stärke als Soldat wieder aufleben wird. Alles Liebe, Alexia Ashford. Ist hier jetzt noch irgendwas? Ich glaube, um ehrlich zu sein, nicht. Okay, wir haben jetzt den silbernen Schlüssel. Mit dem rennen wir jetzt einfach mal zurück und können dort, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, zwei Türen aufmachen. Da waren irgendwie zwei Türen mit einem silbernen Emblem drauf und eine mit einem goldenen. So, Flattermänner, ist hier noch irgendwas? Kann ich das nehmen? Jeden Fall nehmen wir das. Ah, du dreckiges Stück Scheiße. So. Und weg. Ich verliere aber auch mal gleich viel Blut. Also sie muss ich echt einfach mal untersuchen lassen. Vielleicht ist sie ja Bluterin und es wurde nie... Oh, ich bin gleich tot. Zack, alles wieder gut. Alles wieder gut. Da haben wir einfach mal ins Gras gebissen. Ist das da eine Tür? Oh, die sind echt so nervig. Diese Biester. Oh, da ist noch was hier. Statue und Ding. Hier ist nichts. Es ist doch nichts. Raus ist der Nummer. So, jetzt haben wir noch mal diese dummen Gummimänner. An denen ich einfach nur vorbeirenne. Oh, voll auf den Deckel gehauen, Mann. Finger weg. Grapschen wird nicht toleriert. Lass mich raten, er springt wieder runter. Ja, da liegt irgendwas. Ich hab's gesehen. Oh, geh mal weg. Da lag irgendwas, aber ich trau mich nicht. Da lag irgendein Dolch oder sowas auf dem Boden. Vielleicht war es auch nur eine runtergefallene Fackel. Ich gehe jetzt erstmal zurück. Hier ist ja auch noch der Gummimann. Guck mal, ganz entspannt machen wir die Türen auf. Ganz entspannt. So, Tür zu. Affe tot. Oder so ähnlich. Das räumen wir weg. Das nehmen wir mit. Ja. Abspeichern. Brauchen wir nicht. Ach, ich bitte euch, Leute. So, das packen wir mal zusammen. Okay. Ja, wir können nochmal nachladen. So, dann wollen wir nochmal gucken. Ah, vielleicht sollte ich die Zombies da unten noch abknallen. Oder einfach mal ihn hier abknallen. Weiß nicht. Ratte. Oh, schon wieder verletzt. So, ich glaube, die hier oben war doch auch eine silberne Tür. Ist abgeschlossen. Ja. So, dann können wir schon mal hier rein. Und unten war noch eine Tür, wenn ich mich recht entsinne. Kriege ich schon mal wieder ein bisschen Munition. Die Zombies halten auch unnatürlich viel aus. Oder 9 Schuss und trotzdem konnte mir nur noch in Fuß beißen. Das finde ich echt nicht in Ordnung. So, hier kriegen wir noch mal so ein bisschen Pulver. Irgendwie Spielautomaten oder was? Einarmiger Bandit. Ein Gerät ist an. Okay. Oh, Kräuter soll es regnen. Naja, eins lassen wir mal lieber liegen. Ah, okay. Hier brauchen wir das komische Ding fürs Klavier. Mal hier, ne? Jetzt sind die Zombies weg oder was? Okay, wir brauchen diesen Gegenstand. Kann ich hier nicht irgendwas machen mit dem Ding?
Gibt's hier noch irgendwas anderes? Auch nicht. Okay, dann nehmen wir auf jeden Fall das Gras hier noch mit. Kraut. Ich sag mal Gras, das ist natürlich ein Kraut. Okay, dann holen wir uns jetzt das Ding. Setzen das ein und kriegen wieder einen neuen Gegenstand. Wie so oft in Resident Evil. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass wir mit diesem U-Boot, mit dem wir einst mal gefahren sind, irgendwie schon in einen ganz anderen Bereich kommen, aber das ist ja alles wirklich dieses riesige Anwesen hier, dieses Island. Das ist schon echt riesengroß. So. Kräuter erstmal aufheben. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Das kombiniere ich dann einmal. Wir brauchen jetzt das Ding. Blub. Blub. So, das machen wir hier mit rein. Und die brauchen wir aber nicht, denn der Endboss, der steht eigentlich schon irgendwo bereit. Irgendwo eingefroren oder unter Wasser oder irgendwas. Ist er noch im tiefen Winterschlaf, aber er wartet schon auf Claire. Oder auf wen anders oder wen auch immer wir dann spielen werden. Er lauert auf uns. Er lauert auf uns. Und er wird auf den Arsch kriegen. So. Ich bin enttäuscht. Ich bin echt enttäuscht. Ich habe jetzt einfach die Mondscheinsonate erwartet. So, sehr schön. Den ersten Ameisenkönig. Ich dachte, es wäre irgendwie eine Spinne gewesen. Aber gut, die erste Ameisenkönigin haben wir damit. Das wäre geil gewesen, oder? Wenn jetzt hier die Mondscheinsonate gekommen wäre. So eine schöne Anlehnung an Resident Evil 1. Was allerdings auch geil ist, dass das ganze Haus jetzt hier gefüllt ist von Musik. Okay. Nehme ich zurück. Hier ist wieder die standardmäßige Fühl-dich-wohl-Musik. Hier bist du safe. Mal hier hin. So, da wollen wir mal runter gucken. Ich überlege jetzt wirklich, diese zwei Zombies da abzuschießen, denn allzu viele Bisse darf ich auch nicht mehr riskieren. Zumal der eine Typ da ja direkt neben mir steht, ne? Er hier. Okay, ist das nur noch er hier? Uah! Der hat sich versteckt. Komm. Verarscht. Aber wenn er jetzt natürlich immer direkt vor der Tür steht und ich gehe dann irgendwann in die andere Richtung durch, kann es natürlich dann doch passieren, dass er mir entgegenkommt. So. Das waren die zwei Türen. So, den Schlüssel kann man weglegen. Ich hoffe jetzt einfach mal auf die rote Ameise. Dann haben wir das Rätsel ja eigentlich schon gelöst. Oh, ne. Ich hasse sie. Oh oh. Die knall ich ab. Die knall ich ab, Leute. Die gehen mir. Alter, was ist das für ein riesiger Konferenzraum? Da in der Mitte leuchtet schon wieder irgend so ein Wappen. Boah, diese Gegner sind so widerlich. Die sehen aber auch nicht gut designt aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist der Tyrant irgendwie geiler. Die sind hier so komisch orange, oder? Haben die sich irgendwie, haben die zu viel Möhre gegessen? Sie sehen irgendwie komisch aus. Hanks Bericht. Wer ist Hank? An Verwaltungsvorstand Herrn Alfred Ashford. Heute Nachmittag um 16.32 Uhr und 54 Sekunden haben wir eine große Biotransportkapsel vom Umbrella-Transportlager hierher überführt. Die Überführung wurde mit äußerster Vorsicht durchgeführt und alle 108 Positionen der Checkliste konnten nach der Routineüberprüfung als erledigt abgehakt werden. Der Behälter wird derzeit im Kühlraum gelagert. Eine Sache verstehe ich dabei nicht ganz. Normalerweise werden wir über die Sonderaufgaben eingesetzt. Warum sollten wir dieses Mal nur eine gefrorene Transportkapsel überführen? Ich weiß, dass diese Information sehr wahrscheinlich streng geheim ist, aber wenn wir den Inhalt nicht kennen, könnte beim Transport unsere Sicherheit nicht gewährleistet sein, besonders wenn der Inhalt möglicherweise gefährlich ist.
Sollten wir noch öfters zu solchen Einsätzen abkommandiert werden, möchten wir anregen, uns mehr Informationen zukommen zu lassen. Ich erinnere mich noch an diese gute alte Zeit hier in diesem Militärtrainingslager. Es hat sich seitdem nicht verändert. Das ist wirklich wunderschön, den muss ich auch sagen. Jetzt, wo ich die ganzen Hallen durchschreite, wunderschön. Wir machen uns jetzt bereit für unseren nächsten Einsatz. Heute um 23 Uhr, Hank Umbrella, Sondereinsatzgruppe. Also irgendeine gefrorene Kapsel wird natürlich Bio-Gedöns drin sein. Mutagene. Schreckliches Zeug. Hä, aber das habe ich doch schon. Das habe ich doch schon. Das Emblem. Moment, wo war denn das nochmal? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ach Gott, irgendwo musste man das Emblem noch einsetzen. Hier war der goldene Schlüssel, ne? Bla bla bla. Aktivieren goldenes Teil. Mal ganz kurz auf die Karte gucken. Hatten wir hier soweit alles geklärt? Selbst links, da kommen wir noch nicht rein. Ich glaube, das war in diesem Forschungskomplex. War das nicht in diesem Untergrund, wo wir dann den Typen wieder getroffen haben, dessen Namen ich wieder vergessen habe, diesen Jungschen, der da rumgeballert hat und wir sind hier den Alfred gefolgt und irgendwo da war doch... Okay. Ich glaube, wir müssen echt nochmal in den Forschungskomplex. Ja, wir werden es herausfinden. Ich laufe da wieder hin, werde mitkriegen, dass es der falsche Weg ist. Außerdem haben wir da drüben noch Munition. Da haben wir noch ein paar Pfeile liegen lassen. Oh, schlecht. Alter, da hat er auch einen langen Dödel dran. Ah, jetzt kann ich die aber da abschießen mit den Fässern. Wenn das Fässer sind, die explodieren. Es sind keine Fässer, die explodieren. Okay. Sie macht auch gar nicht die Anstalten, versuchen, die zu treffen, ne? Sie ballert konsequent einfach auf die Steinmauer. So, hier ist immer noch der dicke Wurm. Wo ich mal vermute, dass wir den gar nicht besiegen können. Alter. Aber das Gute ist, der hält sich auch einfach an sein Jagdrevier. Der hat einen abgegrenzten Raum, der sagt sich, nee, hier läuft ab und zu mal irgend so ein kleiner dummer Köter rum, den fresse ich dann. So, das hier wollte ich noch mitnehmen. Jetzt komme ich doch gar nicht von da hin, oder? Ich nehme mal die Waffe. Ich muss gerade mal überlegen, komme ich überhaupt von der Seite jetzt dahin? Dieser, bei dem Lift brauchte ich ja eigentlich, glaube ich, er ist weg. Vor allem hat er den Zombie-Fahrer mitgenommen. Hier kam ich ja nicht hoch. Batterieschacht. Da fehlt mir ja irgendwie noch die Battery. Oder kam ich hier lang? Ach Gott, ich weiß es nicht mehr. Oder muss ich vielleicht durch den ganzen Komplex nochmal? Hier? Okay, wir können auf jeden Fall den Fahrstuhl nochmal nehmen. Wenn wir den nochmal nehmen können, es müsste eigentlich nach oben gehen, oder? Erdgeschoss. Eins? Waren wir da gerade? Alles klar. Stand es auch gerade da? Sie befinden sich in 1 und ich habe wieder 1 gedrückt. So, wo befinde ich mich jetzt? 1F, das steht ja wirklich da. Okay. Ich wollte eigentlich hoch. Okay, das war mir so nicht bewusst, dass man hier in den Fahrstuhl nochmal nehmen kann. Kann man hier nicht lang? Von hier kamen wir doch, oder? Das kommt mir irgendwie sehr bekannt vor. Da müsste es der richtige Weg sein. Aber wir können mit dem Fahrstuhl auch ganz hoch fahren.
Wenn jetzt hier ein Zombie ist, ich habe hier alle abgeknallt. So, hier könnte ich irgendwas machen. Schau mal da, bla bla bla. So, hier könnte das eventuell sein. Ich habe das Gefühl, ich hätte die Karte mitnehmen müssen. Ah, sehr geil. Ah, ich hätte die Karte mitnehmen müssen. Scheiße. Da hätten wir sie gebraucht. Und da wäre auch der Grenade Launcher gewesen. So, hier geht's auch noch rein. Aber aus der Tür, ich weiß, da kamen wir nicht rein, kamen wir nicht her. Nein. Vielen Dank. Ich setze erstmal das Item ein. So, das müsste, glaube ich, hier gewesen sein, ne? Hier haben wir den Typen getroffen und hatten denen dann die Munition gegeben. Oder war das? Nee. Das ist falsch. Ich weiß, dass hier irgendwas stapft, aber ich bleib cool. Okay, das ist falsch. Wir müssen woanders lang. Dann gehen wir halt doch noch hier rein. Wir brauchen diese Scheißkarte. Oh, ich hätte auch mal nachdenken können. Wenn wir in den Komplex gehen, ist doch klar, dass wir diesen blöden Kartendings... Jo, umdrehen. Du bist aber auch eine Heldin. Warum drehst du nicht die einfach rum? Okay, heilen. Okay, heilen. Heilen. Ich krieg sowieso jetzt wieder einen Biss ab. Ich nehme jetzt das Ding. Oh, ich werde hier rumgereicht. Aggressives Verhalten hier. Schweinepriester. Dietrich benutzen. Yes. Okay, also wir müssen auf jeden Fall nochmal hier runterkommen. Die ganze Muni und das... Vor allem den Grenade-Launcher will ich unbedingt haben. Chemikalien für die Wartung von Waffen. Chemikalien von... Ja, ist doch was... Nimm das doch mit! Pistolenteile liegen auf dem Arbeitstisch. Nichts für die... Nichts für unsere. Das ist natürlich jetzt blöd. Das ist blöd. Okay, hier muss ich irgendwas... Eine Wartung von Waffen. Keine Ahnung. Haben wir irgendeine Waffe, die wir da warten müssten? Ich weiß es nicht, Leute. Wir werden es herausfinden. Ich brauche jetzt ein kleines Päuschen. Genug gerätselt. Wir behalten uns im Kopf. Wir müssen jetzt wieder raus aus dem Komplex. Die Karte holen, wieder rein in den Komplex, damit wir hier alles aufmachen können. Ich hoffe auch einfach, dass wir mit der Karte das aufmachen können. Das ist natürlich die Frage. Wir werden es das nächste Mal herausfinden, wenn es wieder heißt Resident Evil Code Veronica X. Auch mit dir. Ciao.